In der letzten Folge ging ja wieder einiges schief. Die Ice Cave haben wir nicht mal annähernd clearen können, weil wir einfach hart auf die Fresse gekriegt haben. Wir wurden von Terror Birds in das Swamp Cave gebumst, durften uns wieder neue Tems ranholen. Und so ging es eigentlich dann auch die nächsten Tage weiter. Wir hatten in der Zwischenzeit auch einen Neuling auf dem Server, der auf Herbivore Island gebaut hat. Und tatsächlich fällt mir hier zum ersten Mal auf in der Aufnahme, dass ich den vorher ja schon gesehen habe. Allerdings ist mir das halt gar nicht aufgefallen. Ich habe also gedacht, der ist einfach gar nicht mehr online oder ist woanders. Habe mich neben den Drop gestellt. Und auf einmal kam der einfach von hinten an. Ja, die erste Reaktion ist halt ganz klar. Muss ja dazu sagen, man sieht es gleich in den nächsten Ausschnitt nochmal. Er hat auch ein schlechtes Gewissen, so Noobies wegnatzen. Ist halt immer nicht geil, ne? Aber gerade bei Drops Hunten, da kann halt jede BP drin sein, die man braucht. Und da ist es völlig irrelevant, ob der eine Level 1 ist oder der andere Level 100 ist oder was für Tames er hat. Wenn dort eine BP drin ist, die man unbedingt braucht, dann ist das einfach mehr wert als alles andere. Und ja, da gibt es einfach kein Aber. Ebenfalls muss man ja dazu sagen, wir spielen ja sehr human. Wäre cool, wenn wir Gegner hätten, die ein bisschen Knowledge haben, aber wir wissen, dass viele halt kein Knowledge haben und einfach just for fun PvP spielen wollen. Und Fun basiert halt im Endeffekt darauf, dass man sie auch in Ruhe lässt. Zu demzufolge habe ich ihn natürlich dann auch nicht abgefarmt, sondern habe ihn dann gesucht. Tatsächlich dann auch gefunden nach einer gewissen Zeit und habe ihn dann zurück zu seinem Loot gebracht. So. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, aber der hat mich einfach des Todes erschrocken und ich wollte den Drop haben. Keine Ahnung. Ja, mein Gott. Danach ging es weiter mit dem typischen Prozedere, und zwar ganz viel Metallfarm. Und während ich da so Metall farmte, kam der Nächste um die Ecke und er hatte mich halt einfach nicht gesehen. Ja, das habe ich natürlich zu meinem Vorteil genutzt. Wer ist denn da? Da tämt sich wohl jemand was. Okay, wir müssen leise sein, Leute. Leise und sneaky. Problem ist, da ist ein Baum und ich kann da nicht durch. Ich ihn einfach höre, ich verstehe. Was macht der? Nee, das hast du schon mal gemacht. Warum hörst du ihn im Voice? Das ist so dumm schon wieder.
Erkenne ihn. Er hat nix, hä? Er hat nix. Er hat nix, er hat nix, Alter. Tüdelü, kleiner Frodo. Ah, wie unlucky, Alter. Und da wird er von den Insekten gefressen. Mm, nom, 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 nom. Also, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite hätte ich normalerweise ein schlechtes Gewissen, aber sorry, man fragt halt nicht im PvP, ey, tamest du dir gerade was Gutes? Soll ich dich mal kurz töten? Darf ich dich töten? Sorry. Sorry, no sorry. Da gehen wir schon rein. Ja, was soll ich sagen? Ich habe dann ein bisschen mit ihm geschrieben und es hat sich halt herausgestellt, dass er schon den ganzen Tag so eine typische PvE-Erfahrung gesammelt hat und nur gefickt wurde und jetzt halt nochmal abgefuckt wurde von mir. War er halt ein bisschen mad, aber ich meine, es ist Frodo, er weiß ganz genau, wie PvP funktioniert. Insofolge hat er es mir am Ende auch nicht übel genommen, er hätte dasselbe getan. Ich habe dann später noch seinen Loot angeguckt, der war halt absolut sinnlos, habe ihm den einfach zurückgegeben, ich brauche den eh nicht. Und dann ging es auch schon weiter auf Carnivore Island, um dort ein bisschen den Spawn zu clearen, weil wir einfach keine T-Rex mehr gefunden haben und jemand dort gebaut hat und den ganzen Spawn halt kaputt gemacht hat. Ich habe dann dort also versucht, Carnivore Island noch ein bisschen zu clearen und viel mehr ist eigentlich dann auch nicht passiert. Den ganzen Tag über ist dann eigentlich echt nicht mehr viel passiert. Ich habe die ganze Zeit versucht, T-Rexe zu finden, Brachios zu finden, eigentlich irgendetwas zu finden über Level 100. Hat leider nicht so ganz geklappt. Später hat sich herausgestellt, dass wir in den Einstellungen ein bisschen was verkackt hatten und haben das dann am nächsten Tag auch geändert. Und ab hier geht es dann sozusagen weiter. In der Swamp Cave habe ich dann später noch eine Shotgun-BP und eine T-Rex-BP gefunden. Da war ich sehr, sehr glücklich drüber, denn die Swamp Cave bin ich zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr oft gelaufen. Und ganz zum Schluss habe ich dann einfach noch ein bisschen gebreedet. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr keinen Bock habt, Megalanias die ganze Zeit zu farmen, damit ihr an das Megalania-Gift kommt, brütet sie euch einfach. Fangt euch in der Cave zwei Megalanias, brütet sie euch, denn dann passiert Folgendes, sobald ihr sie claimt, ist in der Megalania zweimal das Gift drinne und so könnt ihr Megalania-Toxin farmen, ohne jedes Mal die Caves zu rennen. Die Breeding-Halle stand nun mittlerweile, ich konnte Turtles breeden, ich habe Stegos gebreedet, ein bisschen Thyla und Ceratosaurus und Petis und Tapiara, damit ich mich von A nach B bewegen kann. Und zum Abend wurde mir dann so ein bisschen langweilig vom Breeden. Und dann dachte ich mir, hey, statte sie doch mal den anderen beiden in ihren Caves einen Besuch ab und ärgerst sie ein wenig. Ich also 100 Bärenpeilen gecraftet, massig Cropblots gecraftet, das ganze Zeug geschnappt und beiden einen Besuch abgestattet. Der Boy eigentlich dort. Okay. Pflanzen hat er eingebaut, aber ich glaube 50% des Schießens geht immer daneben bei dieser Bautaktik. Bin ich jetzt nicht so Fan von, zumal man halt. Ich verstehe halt nicht, warum er nach draußen nicht wenigstens ein oder zwei Turrets stellt. Ich könnte die jetzt halt einfach wegknallen. Also es macht halt keinen Sinn. Keine Ahnung, Pflanzen only, ohne Turret, macht keinen Sinn. Ich meine, hier, guckst dir an. Kann die einfach dodgen. Ja, trifft nicht mal. Ich schieße die ganze Zeit dagegen. Ja, ich kann die jetzt leer soapen. Das ist eigentlich fucking dumm. Ja, kann die komplett leer soapen, ohne überhaupt irgendwas zu machen. Ich muss noch nicht mal drauf schießen. Kann mir sogar die Rocket sparen. Ich meine, das ist jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich will hier eigentlich nur ein bisschen stängern. Aber ja, das bringt jetzt halt nicht so viel Slowpoke. Aber gut. Ich muss hier noch mehr verstecken. Das ist wichtig. Ich brauche noch viel, 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 viel mehr Blumen und Fallen. Da steht halt wirklich nothing, ne? Also gar nichts, gar nichts. Okay, Ich weiß halt nicht, ob das jetzt viel bringt, wenn ich die Foundations clear und dann die Pflanzen so offensichtlich dahin stelle. Das würde ihn halt nicht wirklich stören. Da würde er mit irgendeinem Dino hingehen und ja, das wegbeißen. Das bringt, glaube ich, nicht so viel. Also wir lassen die Fallen mal so, wie sie sind. Stattdessen machen wir das lieber so hier. Muss man uns nur merken, dass hier Fallen sind. Es ist so dumm. Es ist so dumm, aber es wird ihn bestimmt abfacken, wenn er hier irgendwann mal durchläuft.
Wahrscheinlich, wie ich mein Glück kenne, ich prophezei es, Alter. Memo an mich selbst. Wenn es dann wirklich zu einem Kampf kommt, Alter, laufe ich selbst in die Fallen. Die Fallen waren also alle platziert. Insgesamt waren es 50 pro Tribe. Und ich glaube 20 Pflanzen oder so. Die habe ich alle überall verteilt. Und ich konnte mit ruhigem Gewissen schlafen gehen. Am nächsten Tag habe ich mir dann ein Brachio getamed, Level 145. Und in dieser Zeit ist Slowpoke dann online gekommen. Und das war seine Reaktion auf die Fallen. LOL!